einfach den Wasserhahn aufdrehen und Hochquellwasser genießen. In der lebenswertesten Stadt Wien ist das möglich. Die Wiener Wasserwerke, im 6. Wiener Gemeindebezirk angesiedelt, sind für eine flächendeckende und sichere Versorgung Wiens mit natürlichem Quellwasser zuständig. Viele Wiener und Wienerinnen stellen sich die Frage, woher das Wiener Wasser kommt. Das Wiener Wasser kommt aus dem niederösterreichischen und steirischen Teil des Kalkalpenvorlandes. In dem nördlichen Bereich dieser Kalkalpen sind unsere Quellen, sind unsere Schongebiete. Und diese zu erhalten und diese für die Zukunft zu sichern, ist eine unserer größten Aufgaben. In unterirdischen Leitungen gelangen täglich rund 400.000 Kubikmeter Wasser über die erste und zweite Hochquellwasserleitung nach Wien. Beide zusammen haben eine Länge von 330 Kilometer. Wenn das Wasser in Wien ankommt, dann kommt es in zwei ganz große Wasserbehälter. Die erste Hochquellwasserleitung landet am Rosenhügel und die zweite Hochquellwasserleitung aus dem Hochschwarz landet dann in der Wittgensteinstraße im Behälter Leinz. Und beide haben ein Volumen von über 150.000 Kubikmeter. Das Wasser wird dann von dort verteilt in weitere Wasserbehälter. In Summe haben wir ein Volumen von 1,6 Millionen Kubikmeter. Das ist also fast ein Kubikmeter pro Einwohner. Das gibt es in keiner anderen Stadt. Und dann wird es eingespeist in das Wiener Rohrnetz. Und das Wiener Rohrnetz ist in Druckzonen unterteilt. Und in diesem Rohrnetz erfolgt dann diese mengenmäßige Verteilung und auch Kontrolle, dass überall Wasser ist. Das Herz der Wiener Wasserwerke schlägt in der Lastverteilerzentrale im Wiener Amtshaus. Rund um die Uhr werden dort 30 Wasserbehälter bewirtschaftet und ein Ausgleich zwischen dem natürlichen Wasserangebot und der Nachfrage hergestellt. Auf Monitoren sind auf einen Blick die wichtigsten Daten abzulesen. Was wir, möchte ich sagen, ganz besonders beobachten, ist die Wasserqualität bereits im Gebirge, in den Quellen. Und nur das beste Wasser nehmen wir. Wir messen rund um die Uhr, alle 2 Minuten erfolgt eine Messung. Die Qualität wird fernübertragen. Wir wissen also zu jeder Zeit und zu jeder Minute, wie schaut es aus mit der Qualität in den Bergen? Sprich, das Produkt Trinkwasser ist ganz, ganz besonders beobachtet und kontrolliert. Die Wiener Wasserwerke kümmern sich aber auch um alle Gebrechen ihrer Wasserleitung, die bis zum Wasserzähler entstehen. Der Bereitschaftsdienst ist 24 Stunden am Tag für sie erreichbar. Wir haben 2 Bereitschaftsmannschaften, die rund um die Uhr einsatzfähig sind. Und die kümmern sich dann im Notfall um die Verhinderung von größeren Schäden. Wir sperren dann entsprechende Abschnitte. Wir haben Baufirmen, die in Bereitschaft sind. Wir haben Rohrlegerfirmen, die in Bereitschaft sind. Also innerhalb von einer Stunde muss hier dann die Grabung beginnen, falls wirklich ein Rohrbruch auftreten sollte oder ein sonstiger Schaden. Wenn Sie also einen Wasserrohrbruch haben, die Wiener Wasserwerke sind umgehend zur Stelle, um den Schaden zu beheben.